Salut, darf ich kurz etwas fragen? Ja, natürlich. Wie alt schätzt du mich? 32, 33. 7, 28. Danke. 29. 32. 34. Wie alt schätzen Sie mich? Ich denke 40. Ich hätte jetzt auch so um die 40. Nein! Ja. 40? Ja. Was macht um Himmels Willen mich 40? Ich weiss es nicht. Einfach so sehen. Ja, sagen Sie gescheiter nicht mehr. Es wird nur noch schlimmer. Ja, wir werden natürlich immer älter, das geht uns allen gleich. Und trotzdem probieren wir alles, damit wir jung und buschbar bleiben. Aber warum eigentlich? Wieso können wir nicht mehr altern? Guten Abend und recht herzlich willkommen bei Einstein. In Würde altern, das war gestern. Jetzt beflügelt auch die Pharmaindustrie den Traum von der ewigen Jugend. Mit Pillen, die die Biologie neu definieren. Man denkt, dass dieses Alter in etwa bei 120 Jahren liegt. Jung bleiben will auch Tobias Müller. Dafür geht er an seine Schmerzgrenze. Und darüber hinaus. Er will wissen, wie man das Altern mit Trimmen besiegen kann. Charles Eugster, 96, weiß, wie man fit bleibt. Go! Jawohl, locker, locker, komm, große Schritte, Schultern! Der jung gebliebene Senior gibt alles, denn er will den Weltrekord. Meistens ist meine Belohnung ein Goldmedaille. Wird er es schaffen bei dieser Konkurrenz? Hier steht's, schwarz auf blau. Ich bin 32. Mein chronologisches Alter. Wobei, eigentlich zählt das nicht viel, weil die Forschung die stürzt sich jetzt auf ein neues Alter, das sogenannte biologische Alter, das Alter vom eigenen Körper. Und das macht sich wohl oder übel auch schon bei mir bemerkbar, was ich Ihnen jetzt auf sanften Druck von meiner Produzentin bei mir demonstriere. Also, fangen wir mal oben an. Kommen wir mal ein bisschen näher. Hier, das erste graue Haar und das zweite, dritte, das vierte. Ja, ja. Und es sind natürlich nicht nur die Haare, die altern, sondern auch im Körperinneren passiert sehr viel. Mein Gehirn, das baut schon ab, seit ich 25 bin, es schrumpft ins Alter. Meine Lungen, die verlieren sogar schon seit ich 20 bin an Effizienz. Und ins Alter, da kann ich dann immer weniger gut schnaufen. Meine Knochen, die heben im Moment noch, aber mit 35 fangen dann auch die langsam an abbauen und ins Alter da schrumpfe ich dann um etwa 3 cm. Dann haben wir Herz-Kreislauf, im Moment bei mir noch sehr gut im Schuss, aber mit 40 geht es dann auch dort langsam los oder versteifen und könnt verstopfen. Tja, und wenn angesichts von diesen glänzenden Aussichten ins Alter das Herz noch nicht stehen geblieben ist, dann hätten wir hier ja auch noch die Haut, die Gewalten der Falten walten, bei mir schon seit ich 20 bin. Ja, also kurz gesagt, jedes Gewebe altert unterschiedlich und bei jedem Mensch sehr individuell. Und wenn man jetzt diese Faktoren bei jemandem zusammennimmt, dann kann man eben das sogenannte biologische Alter, das Alter vom eigenen Körper bestimmen. Und das lohne ich jetzt machen. Wie alt bin ich wirklich? Ich lasse mein biologisches Alter bestimmen, hier an der Uni Konstanz. Tatsächlich ist unser chronologisches Alter oft trügerisch. Es zählt, zu simpel, nur die Zeit, die seit unserer Geburt vergangen ist. Doch trinkt eine Person über die Maßen und hält sich auch beim Essen nicht zurück, dann belastet das den Körper und die Organe. Dies führt dazu, dass zwei Menschen, die am gleichen Tag geboren wurden, biologisch unterschiedlich alt sein können. Chronologisch gesehen sind beide 40, aber die Organe des Ungesunden sind vorschnell gealtert und sehen aus wie bei einem 45-Jährigen. Wer gesund lebt und Sport treibt, dessen Körper altert entsprechend langsamer. Ein 50-Jähriger kann also biologisch gesehen 50, 60 oder 45 sein. Und dieses biologische Alter ist das wahre Alter. Denn es entscheidet, wie lange man gesund bleibt und wie lange man lebt. Sind die Organe verbraucht, dann funktioniert der Körper ganz einfach nicht mehr. Ob mit 65 oder mit 80, das entscheidet das biologische Alter. Wer also das Ziel hat, 100 zu werden, der sollte möglichst gesund leben. So, dann würde ich sagen, leg sich der Proband mal bitte hin. Wie gesund ich lebe, das findet der Experte mit meinem Blut raus. Der Proband, das tönt ja so nach Schmerzen. Der Proband, nein, bei uns ist das völlig schmerzfrei. Ich brauche jetzt meinen Arm, oder? Genau, jetzt wird die
25,5 Milliliter. Mehr braucht der Biomediziner Alexander Bürkle nicht, um herauszufinden, wie alt ich wirklich bin. Es sind insgesamt 3 Röhrli. Langt Ihnen jetzt das Blut, um schon sagen können, wie alt ich tatsächlich bin? Ja. Ja. Also mit dem Blut, was jetzt abgenommen worden ist, machen wir 10 Messungen. Das sind aber 10 Spezialmessungen. Da innen steckt also mein biologisches Alter. Mehr braucht es nicht für die Untersuchung. Und ich bin weltweit einer der Ersten, der es wird erfahren. In 30 Minuten weiss ich mein wahres Alter und hoffe, dass ich dann nicht alt aussehe. Aber was heisst heute eigentlich alt sein? 50-Jährige tanzen, als wären sie 20. Ist das peinlich oder ganz einfach normal? Wieso sollten nur die Jungen sich bewegen? Dürfen wir alten Säcke haben? Wenn es mir peinlich wird, mache ich die Augen zu und lasse mir die Musik fallen. Das ist Funky. Da hat keine Altersbegrenzung. Da hat sich etwas verändert in den letzten Jahrzehnten. Was hätten wohl die Väter und Mütter in den 60ern dazu gesagt? Altersforscher François Höpflinger hat untersucht, wie sich ganze Generationen verändern. Heute fühlen sich die Menschen bis zu 8 Jahre jünger als noch vor 50 Jahren. Die Leute haben gelernt, gewisse Lebensphasen auszudehnen. Also Jugendliche bleiben länger jugendlich, jugendliche Erwachsene haben häufiger ein langes jugendliches Freizeitverhalten. Die Familiengründung ist nach hinten verschoben worden. Und ältere Leute haben auch mit 70 ein Verhalten, jetzt modisch, Fitness, sozial, wo man früher mit 50 schon gar nicht mehr hatte. In den 60er Jahren war die durchschnittliche Lebenserwartung 70 Jahre. Heute werden wir über 10 Jahre älter. Und in den 60s war auch ganz klar, wie ein Lebensentwurf auszusehen hat. Wir wollten eigentlich noch nicht so schnell heiraten, aber weil wir gerade eine Wohnung gefunden haben, haben wir gedacht, ja, so schnell findet man nicht eine Wohnung, jetzt heiraten wir halt. Und dann eine Familie gründen. Heute lassen sich die Jugendlichen Zeit mit dem Erwachsenwerden. Sie verlängern die Kindheit und wollen möglichst viel Spaß haben. Sei es beim Lasergamen, einer modernen Art von Räuber und Gendarm mit Laserwaffen, oder im Ausgang. Hochzeit kann warten. Man muss auch mal die Sachen rauslassen. An gewissen Ort bin ich erwachsen und an gewissen Ort bin ich immer noch ein Kind geblieben. Und das finde ich auch gut so. Mein erstes Ziel ist einfach mal zu reisen. Solche Wünsche hatten in den 60s keinen Platz. Das Leben hatte nur einen Plan. Mit 65 war er schon fast zu Ende. Er legt die Hülle über seine Schreibmaschine. Zum letzten Mal. Zum letzten Mal verlässt er diesen altvertrauten Raum. Er ist jetzt pensioniert, ist Rentner und gehört zu den Betagten. Auf ihn wartet nur noch das Altersheim. Betagt wirkt heute mit 65 niemand mehr. Diese Senioren wollen am Leben teilhaben. Gell, jetzt in die Kamera, hier schauen und lachen. Ja, ist gut. Ich habe ja hier Filme mit dem. Ja, das ist. Hier herrscht Aufbruchstimmung. In der Schweiz leben die fittesten Senioren Europas. Ich bin eigentlich so, noch nie in meinem Leben so fit gewesen wie jetzt. Und ich möchte ja nicht eine sein, die dann schon möglichst gleich einfach nur oben sitzt und Fernsehen schaut. Wir sind vielleicht ein bisschen langsamer. Aber älter, glaube ich nicht. Was ist los mit uns? Können wir einfach nicht mehr alt werden? Es ist wahrscheinlich eine sinnvolle Strategie in einer Gesellschaft, wo man sehr alt werden kann und vielleicht sogar alt werden muss. Also macht das keinen Sinn, mit 70 sich noch sehr alt zu fühlen oder mit 50 das Gefühl hat, das Leben sei am Ende, wenn man dann fast 90 wird. Alles andere als peinlich ist es also, wenn 50-Jährige noch tanzen. Bis sie richtig alt sind, bleibt noch viel, viel Zeit. Kiss.
Bei mir gibt es jetzt das erste Mal zum Morgen. Zum Bluttest musste ich nämlich nüchtern erscheinen. So, endlich zum Morgen. Das haben Sie sich verdient. Und nur schon, weil ich auf die richtige Ernährung achte, müsste ich doch gut abschneiden bei den Alterstests, oder? Als Wissenschaftler bin ich momentan nicht imstande, Ihnen das zu beziffern, wie viel Müsli oder wie viel Gemüse jetzt tatsächlich gut ist. Das heisst, die wirklich gesunde Ernährung, die kennt man gar nicht. Das ist alles ein bisschen von der Werbung bestimmt. Es gibt halt auch viele Gerüchte oder Mythen über das, was positiv ist oder nicht positiv ist. Und ich kann nur empfehlen, hier mit wissenschaftlichen Methoden exakt vorzugehen. Und ich denke, unsere Studie hier zu Biomarkern der Alterung bietet da natürlich einen hervorragenden Ansatz. Die Ernährung. Ja, ich esse gern. Sehr gern. Ergebe mich seit jeher ohnmächtig jedem Dessert. Und ja, ich habe also auch schon mal einen über den Durst getrunken. Vielleicht auch zwei. Aber grundsätzlich schaue ich schon auf eine sehr bewusste Ernährung. Kaum Fastfood, gesund soll es sein. Wobei, gesund, was für eine Frust, dass man gar nicht sicher weiss, ob das überhaupt was bringt für das biologische Alter. Aber immerhin, eins weiss man. Gene spielen beim Alter eine kleinere Rolle, als man denken würde. Der Lebensstil, also nicht genetische Faktoren, beeinflussen den Alterungsprozess zu etwa 75%. Und das ist natürlich sehr viel. Das ist für jeden Einzelnen wichtig, aber auch für ein ganzes Land. Da haben wir in der Schweiz gut lachen. Wir haben eine der höchsten Lebenserwartungen weltweit. Platz 6 bei den Frauen mit 85 Jahren und sogar Platz 1 bei den Männern mit 80,7 Jahren im Durchschnitt. Doch woran liegt's? Eine Knacknuss für die Experten. Zum Teil sicher an unserem Reichtum, denn in ärmeren Ländern werden die Menschen generell weniger alt. Schaut man sich unser schönes Land etwas genauer an, wird man auch nicht überall gleich alt. Das zeigt eine Schweizer Studie. Am ältesten wird man in der Millionärsgemeinde Uitikon. Die städtischen Regionen stehen generell gut da, wobei es ein deutliches Gefälle zwischen reichen und armen Quartieren gibt. Einiges schlechter sieht es auf dem Land aus. Die Lebenserwartung dort entspricht in etwa der von Ecuador. Also alles eine Frage des Geldes? Nicht nur. Wir sind ja zurzeit auch eines der glücklichsten Länder der Welt. Und wer zufrieden ist, der lebt länger. Wer sich Ende der 70er so richtig gesund fühlte, der lebte am längsten. Das hat eine Studie mit 8000 Schweizern gezeigt. Wohlbefinden ist also wichtig. Oh, und am Schluss noch der Faktor Ernährung. Mediterranes Essen heißt es immer. Doch Schweizer Forscher haben herausgefunden, dass ausgerechnet Käse und Milch gesund altern lassen. Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet diese Fettbomben. Das Geheimnis der ewigen Jugend haben die Forscher also noch nicht ganz geknackt. Aber es sind schon einige Mosaiksteine da, die erklären, warum wir Schweizer so lange leben. Ja, und welcher Sport behaltet am besten Jung und Buschbe? 60 Kilo. 68,4 eigentlich. Das interessiert Konstanzer Forscher natürlich auch. Und dafür werde ich jetzt regelrecht vermessen. 71? 72. Ja, sagen wir 71,5. Jetzt kommt die Fettsange. Sport sei Dank kriege ich bei dieser Messung nicht mein Fett weg. Und weil ich an Sport als Jungbrunnen glaube, fühle ich mich natürlich jünger als ich bin. Ganze 5 Jahre. Ich würde sagen 27. Ich bin ein bisschen optimistisch. Wobei, eine Schwäche habe ich, die das Alter negativ beeinflusst. Es hat schon als junges Sunnyboy angefangen. Die Sonne. Ich sonne wirklich gern. Die Sonne gibt mir Energie und eine gesunde Farbe. Aber ich schaue natürlich schon, dass ich mich nicht verbrenne und irgendwann wie eine wandelnde Ledertasche daherkomme.
Für einen solchen jugendlichen Teint sollte man der Sonne besser aus dem Weg gehen. Unser Alter steht uns ins Gesicht geschrieben oder auf die Hände. Doch ob die Haut glatt und weich ist oder runzlig und spröde, hängt nicht nur vom Alter ab. Die Sonne sorgt dafür, dass die Haut schneller altert. Und zwar stärker, als man meinen würde. Um diesen Zusammenhang zu untersuchen, hat sich die Forschung mit Lastwagenfahrern beschäftigt. Trucker wie Rob und Alan. Seit Jahrzehnten sind die beiden auf den Straßen Englands unterwegs. Und dort sitzt der Fahrer natürlich auf der rechten Seite. In ihrer Kabine sind sie nie direkt an der Sonne und benutzen deshalb auch keine Sonnencreme. Na, ich bin ja immer im Lastwagen. Ich meine, ich gehe immer mal wieder raus, aber dann gehe ich nur von der Kabine zu einem Büro oder nach hinten, um etwas auszuladen. Ich bin also nie wirklich lange an der Sonne. Unsere Haut besteht aus mehreren Schichten. Wenn UVB-Strahlen in die Oberhaut eindringen, führen sie dort rasch zu Sonnenbrand. Normales Fensterglas filtert diesen Teil des Sonnenlichts aber heraus. Die Fahrer können sich nicht verbrennen. Kein Grund zur Sorge also. Oder doch? Wir begleiten die beiden zu einer Untersuchung an die Universität von Manchester. Dort erwartet Christopher Griffiths die Fahrer. Der Hautarzt lässt ihre Gesichter mit einer speziellen Kamera fotografieren. Sie dokumentiert Falten und erlaubt einen ungeschönten Blick auf den Zustand der Haut. Sehen Sie? Auf der rechten Seite sind die Falten tiefer und sie sind länger als auf der linken Seite. Besonders hier unten beim Mund. And there's a deeper wrinkle here compared with the left side. Well, I think that's gruesome. Das ist ja grauenhaft. And this time it's been color-coded. Hier haben wir die Falten grün eingefärbt. Und man sieht, dass es auf der rechten Seite mehr hat als auf der linken. Der Befund kommt für Professor Griffith nicht überraschend. Das bestätigt unsere früheren Untersuchungen, dass Lastwagenfahrer auf der einen Seite des Gesichts viel mehr Sonnenschäden haben als auf der anderen. Verantwortlich dafür sind UVA-Strahlen. Diese lassen sich von Glas nicht aufhalten und dringen mit ihrer größeren Wellenlänge tiefer in die Haut ein. Dort greifen sie die Kollagenfasern und das Bindegewebe an. Mit den Jahren bilden sich Falten, weil die Haut immer weniger straff und gepolstert ist. UVA-Strahlen verursachen aber kaum Sonnenbrand. Deshalb bemerken wir ihre Wirkung erst, wenn es schon zu spät ist. Kurz, während UVB die Haut verbrennt, lässt UVA sie altern. Dass England nicht unbedingt für strahlenden Sonnenschein bekannt ist, erweist sich für Rob und Alan als Glücksfall. Ihre Fältchen nehmen sich bescheiden aus im Vergleich mit diesem Truckfahrer aus den USA. Jetzt kommen bei mir Fitness-Test. Es geht um Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft und Gleichgewicht. Und beim Gleichgewicht ist, nehme ich an, oder je älter dass man wird, umso schlechter das Gleichgewicht. Genau, ja. Wenn jemand so ein Master-Athlet, der seit immer eigentlich dann trainiert, dann kann der, sagen wir mal, im Alter von 70 Jahren, sehr trainiert, dann ähnliche Leistung erbringen, vielleicht wie jemand, der 40 Jahre alt ist, aber eben eher so Richtung Couch-Potato, sein Freizeitverhalten. Aber macht einem das denn auch jünger? Also auf die Leistung, das Training, ja. Das biologische Alter, das ist natürlich die Frage. Und diese Frage wollen die Forscher klären. Das sind ja nicht viel. Und stopp. Oh Gott, sind 5 Sekunden da. Jetzt ist die pure Kraft gefragt. Ja, auch da sehr konstant. 57,8. Genau. Dann der Lungentest. Alles rein, groß machen, langsam einatmen, alles was geht. Und jetzt dann so schnell es geht, so viel wie es geht raus. Und komm, komm weiter, 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 weiter. Wenn alles draußen ist, so schnell wie es geht, wieder alles wieder rein. Und locker weiteratmen. Ganz ruhig, sehr gut. Durchführung war gut. Genau so.
Okay, es waren jetzt 4,75 Liter an Volumen, das du halt benutzen kannst. Das ist gut. Bitte? Ob es gut ist? Aha. Ja, ist okay. Das klingt ja nicht gerade nach Leistungssportler. Dabei habe ich schon als kleiner Knirps den Sprung in die Sportwelt gemacht. Auf den Ski, häufig auch mal auf der falschen Seite am Tor vorbei und dann vor allem beim Kunstturnen. Bis heute sorge ich fast täglich dafür, dass ich fit bleibe und Kraft noch für einen Handstand langt. Zum Schluss noch Krönung. Auskotzen bis zur Erschöpfung, über Säurung lässt grüssen. So finden die Forscher heraus, wie gut mein Körper Sauerstoff aufnehmen kann. Und kaum geht's los, will auch der Studienleiter Markus Gruber sehen, wie sich der Moderator auf dem Radl schlägt. Ja, läuft gut. Wir haben gerade angefangen. Er ist noch jetzt bei 100 Watt grad, also noch sehr entspannt. Und schon sehr bald werde ich sehr alt aussehen. Und das alles zum herausfinden, ob Sport ein Jungbrunnen ist. Alt und gebrechlich steigen die Leute ins Wasser. Jung und frisch kommen sie wieder heraus. Der Jungbrunnen. Ein Traum, so alt wie die Menschheit. Die moderne Version? Eine Pille, die uns länger und gesünder leben lässt. Während vor 10 Jahren die Forschung an einem Jungbrunnen-Medikament noch tabu war, herrscht heute ein regelrechter Wettlauf. Wer als Erster ins Ziel kommt, erschließt sich einen riesigen Markt. Mit dabei der Schweizer Großkonzern Novartis. Ronan Rubinoff, einer der verantwortlichen Forscher, erklärt die Ziele der sogenannten Langlebigkeitsforschung. Langlebigkeit basiert auf vielen genetischen Voraussetzungen, die wir nicht verändern können. Unser Ziel ist deshalb, dass die Leute im Alter unabhängig bleiben können. Um es plakativ zu sagen, wir wollen, dass die Leute gesund sind und dann tot umfallen. Ortstermin in Dresden. Der Traum, gesund ins Grab zu fallen, auch hier wird daran gearbeitet. An der Medizinischen Fakultät treffen wir einen der führenden Forscher auf dem Gebiet, Andreas Birkenfeld. Er denkt, in Mäusen den Schlüssel zur Langlebigkeit bereits gefunden zu haben. Ein Gen namens INDI. INDI steht für I'm not dead yet. Ich bin immer noch nicht tot. Ist dieses Gen ausgeschaltet, so hat Birkenfeld herausgefunden, leben die Mäuse länger und gesünder. Das INDI-Gen ist sicherlich involviert in die Regulation der Lebensspanne und auch der Gesundheitsspanne. Und wir hoffen natürlich, dass wir das möglicherweise nutzbar machen können, um vor allem die Gesundheitsspanne und damit dann eben auch das Leben zu verlängern. Zu seinen Ergebnissen kam Birkenfeld, indem er die Mäuse mit fettem Futter mästete. Dabei stellte er einen erstaunlichen Effekt fest. Nicht nur auf die Lebensdauer, sondern auch auf das Körpergewicht. Hier wägt er eine der Mäuse ohne Genveränderung. Sie wiegt rund 40 Gramm. Dann ist die Maus mit ausgeschaltetem INDI an der Reihe. Sie ist gleich alt und bekam die gleiche Nahrung. Sie wiegt aber nur 24 Gramm. Wenig mehr als die Hälfte. Wer schlank bleibt, lebt länger. Was sich bereits intuitiv nachvollziehen lässt, kann die Forschung präzise erklären. Unser Körper wandelt Nahrung in Energie um. Dieser Prozess wird als Stoffwechsel bezeichnet. Wenn der Körper viel Energie umwandelt, bedeutet das für ihn Arbeit und Anstrengung. Er verbraucht sich und wird schneller alt. Würden wir weniger essen und ein Leben lang Diät halten, lebten wir länger und gesünder. Denn mit reduziertem Stoffwechsel verbraucht sich der Körper langsamer. So ist er länger lebensfähig und weniger anfällig für Krankheiten. Eine solche Diät ist jedoch für die meisten eine unrealistische Vorgabe. INDI schafft hier Abhilfe. Ist das Gen ausgeschaltet, reduziert sich der Stoffwechsel. Und man kann genauso viel essen wie früher. Jetzt möchte Andreas Birkenfeld eine Tablette entwickeln, die den gleichen Effekt wie die Genveränderung hat. Doch gibt es die jungmachende Pille nicht schon längst? Manche bereits bekannte Medikamente zeigen eine interessante Nebenwirkung. Sie verlangsamen den Stoffwechsel und verlängern das Leben. Zum Beispiel Metformin, ein Diabetes-Medikament. In einer Studie lebten die Patienten damit 15% länger. Oder Rapamycin,
Es wird bei Transplantationen und in der Krebstherapie eingesetzt. Beide Wirkstoffe werden derzeit als potenzielle Jungbrunnenpillen geprüft. Zurück zu den Mäusen. Bei ihnen hat es geklappt mit dem längeren Leben per Genmanipulation. Und wenn das nun auch beim Menschen funktioniert, steuern wir dann auf das ewige Leben zu? Nein, das können wir ziemlich sicher ausschließen. Das ewige Leben, das wird es so nicht geben. Man kann eben altersbedingte Erkrankungen möglichst lange verhindern, aber man denkt doch, dass die Zelle irgendwann einen Punkt erreicht, wo sie auch ohne Krankheit einfach nicht mehr in der Lage ist, normal zu arbeiten. Und man denkt, dass dieses Alter in etwa bei 120 Jahren liegt, 120, 125. Auch die Mäuse von Andreas Birkenfeld leben nicht ewig. Aber vielleicht halten uns die mit ihnen gewonnenen Erkenntnisse dereinst länger gesund. Ja, ich bin gerade auch eine Art Labormaus. Einfach nicht im Laufrad, sondern auf dem Hometrainer. Also immer gleich trampen, obwohl es immer schwerer geht. Puls unter 180 noch, da kannst du noch ein bisschen was nach oben, da geht noch was. Komm schon, dranbleiben. Halt die Frequenz. Komm schon. Okay, sehr gut. Super, 330 Watt, genau was wir gesagt haben. Oh. Oh Mann. Da darf man schon ein bisschen schwitzen, das ist schon okay. Ja. Sehr gut gemacht. Geschwitzt habe ich jetzt gerade in 10 Minuten. Ich kann alles geben. Immer das Ziel vor Augen, herauszufinden, wie gut meine Leistung ist. Charles Eugster, 96. Er will über 200 Meter den Weltrekord brechen. Dafür trainiert er seit einem halben Jahr. Set, go! Jawohl, locker, komm, große Schritte, Schultern, ja, jetzt ist gut. Komm, gib Gas. Ja, das war schon gut. Herr Eugster, es geht. Es war jetzt gut, es war jetzt wirklich nicht so verkrampft, aber es geht noch mehr. Seine persönliche Bestzeit, 57 Sekunden. 8 Sekunden schneller muss er noch werden. Was nicht realisiert wird, dass man auch im hohen Alter, das kann man sich gewaltig verbessern. Wieso tun Sie sich das an, dass Sie jetzt da noch mal Vollgas geben? Ja, Entschuldigung. Erstens einmal möchte ich leben. Ich möchte das Leben genießen. Und das kann ich nur genießen, wenn ich mich, sagen wir, wenn ich meinen Körper beanspruche. So fit wie heute war Eugster nicht immer. Erst mit 68 Jahren hat er den Spitzensport entdeckt. Seither trimmt er sich auf Höchstleistung und sammelt Medaillen. Ich bin der Ansicht, dass man ein Beachbody kann haben mit 90 und dass man damit die Köpfe von den sexy jungen 70-jährigen Girls on the Beach den Kopf verdrehen kann. Auch wenn es viel Überwindung kostet, den Weltrekord muss er knacken. Wichtig ist, wenn man das Ziel erreicht hat, die Belohnung. Meistens ist meine Belohnung eine Goldmedaille. Personal-Trainerin Silvia Gattiger überwacht jeden Schritt. Jetzt versuchen wir beim nach hinten ein bisschen aufmachen, die Arme. Sie trainiert fast ausschließlich ältere Menschen. Bei denen zählt vor allem eins: die Muskulatur. Weil ohne Muskulatur passiert überhaupt nichts. Und die Muskulatur hat, und das weiß man mittlerweile wissenschaftlich, sehr viel positive Einflüsse auf unser Gehirn und auf unseren ganzen Prozess im Körper. Mit 75 Jahren hat der eingebürgerte Engländer seine Zahnarztpraxis geschlossen. Bis 82 arbeitete er als Publizist. Seither sammelt er Weltmeistertitel. Zwei davon besitzt er bereits. Heute ist Eugster topfit, aber zum großen Glück fehlt noch etwas. Ich habe eine sehr, sehr alte Liebe, die nämlich sehr weit zurückgeht. Und die Dame hätte ich gerne mal wieder kennengelernt.
Aber da möchte ich also zuerst ein bisschen fitter sein. Dann gilt es ernst. 49 Sekunden will Eugster unterbieten. Im Training ist das nicht gelungen. Seine Konkurrenz macht ihn nervös. In seiner Altersklasse ist er der Einzige. Eugster muss gegen 90-Jährige antreten. Die 90-Jährigen machen sich auf und davon. Eugster kämpft. Ganze 6 Jahre mehr hat er auf dem Buckel. Le sprint, incroyable! Als letzter im Ziel, in seiner Altersklasse, könnte er den Weltrekord aber dennoch knacken. Herr Eugster, sind Sie zufrieden? Überhaupt nicht. Wieso? Weil die letzte Strecke war hoffnungslos. Es hat nicht gereicht. Seine Laufzeit 55,5 Sekunden. Den Weltrekord von 49 Sekunden erreicht er bei weitem nicht. Ich habe das Gefühl, ich könnte noch besser machen. So. Und jetzt freue ich mich aufs Nachtessen. Diesmal geht er ohne Lorbeeren nach Hause. Das Selbstvertrauen ist angeschlagen. Vielleicht muss seine Herzdame noch etwas warten. Auskotzen auf dem Velo. Das hat bei mir gezeigt, wie viel Sauerstoff mein Körper aufnehmen kann. Und das ist der Ausdauertest schlechthin. Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder. Was ist rausgekommen bei meinem Leistungstest? Ja, wie nicht anders zu erwarten, sind Sie im Bereich der Kraft natürlich weit über dem Durchschnitt. Aber auch im Bereich der Ausdauerleistungsfähigkeit. Wie geht denn das? Weil ich trainiere vor allem Kraft, wenig Ausdauer. Und gleich bin ich der Ausdauer gut. Das ist richtig, aber es betrifft vor allem die Sauerstoffaufnahmekapazität als Variable für die Ausdauerleistungsfähigkeit. Und ich kann es Ihnen zeigen, im Vergleich zu altersgematchten Kontrollen liegen Sie da 25% über dem Durchschnitt. Das liegt daran, dass Sie einfach als Kraftsportler auch eine größere Muskelmasse haben und damit natürlich auch mehr Sauerstoff verstoffwechseln können in Ihrem Körper. Das tönt jetzt für mich alles ziemlich verheißungsvoll für mein biologisches Alter. Ist das so? Genau das untersuchen wir. Also wir wollen verstehen, wie die Fitness mit dem Alter zusammenhängt und welche Komponenten der Fitness wechselwirken. Und wir sind jetzt in der Forschung sozusagen, machen die ersten Schritte. Und uns wird es auch interessieren, was da rauskommt. In Sachen Sport mache ich also sicher nicht viel falsch. Bei der Ernährung gebe ich mir alle Mühe. Schlafen tue ich auch nicht schlecht. Und Stress? Okay, das gibt es etwa. Aber ich bin ziemlich sicher, ich bin biologisch gesehen jünger als 32. Ich würde sagen, 27. Und da drinnen steht jetzt mein biologisches Alter. Herr Bürkli. Ja, Müller. Die lang ersehnte Botschaft. Ja, hier übergebe ich Ihnen die Befunde zu Ihrem biologischen Alter. Persönlich, hä? Das muss persönlich sein, denn es sind ja medizinische Daten, die unterliegen wie immer der ärztlichen Schweigepflicht. Jetzt lasse ich Sie mit Ihren Befunden alleinen, Herr Müller. Dankeschön. Und ich schaue jetzt mal rein und zeige wirklich einen hohen Puls. So. Irgendwie will ich es gar nicht wissen. Ernüchternd. Und ich habe mir also ernsthaft überlegt, ob ich überhaupt verraten soll, was da drinnen steht. Aber ich sage es. Vor allem, weil es ein gutes Beispiel für unsere Eingangsfrage ist. Warum können wir eigentlich nicht mehr altern? Ja, hängt sicher auch maßgeblich damit zusammen, dass wir immer älter werden. Und wenn wir gehört haben, mit 65 ist es noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil, man kann auch dann noch mal anfangen. Und darum ist es doch auch logisch, dass man alles unternimmt, um möglichst lang jung zu bleiben und sich auch wohlfühlen in dem Körper, gerade wenn man dann eben so lange in dem Körper lebt. Und darum nervt es einem dann schon ein bisschen,
wenn man trotz Sport und gesunder Ernährung erfährt, dass das biologische Alter im Gegensatz zum chronologischen nicht etwa tiefer ist, wenn man erwarten würde, sondern mit 35,6 Jahren höher. Tja, ganz sicher noch nicht alt, sondern noch jung ist der heutige Fernsehabend. Hier auf dem Sender erwartet Sie jetzt dann noch Eschbacher. Zuerst jetzt aber Kollegen von 10 vor 10. Ich wünsche jetzt einen schönen Hinicht und gehen Sie nicht spät ins Bett, weil genug Schlaf, das haltet ja bekanntlich jung. Schönen Abend, wieder schauen. Ich überlege gerade, ob ich jetzt saufen soll oder anfangen Sport machen.